Pandemie hat den deutschen Arbeitsmarkt erschüttert, aber das große Beben ist ausgeblieben. Wir haben rund 500.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, also als in der Vorkrisenzeit. Und das Jahr 2021 muss trotz der Krise das Jahr der Ausbildung werden. Die Azubis von heute, das sind die Fachkräfte von morgen. Jetzt nicht auszubilden in der Krise und anschließend über Fachkräftemangel klagen zu müssen, wäre wirtschaftlich keine gute Idee. Aber es ist auch sozial keine gute Idee, denn die jungen Menschen brauchen eine Chance, über eine ordentliche Ausbildung in ein selbstbestimmtes Arbeitsleben zu kommen.